Annemarie ist sehr dünn geworden in letzter Zeit. Schlafmangelig verzerrt kniet sie auf der Bühnenkante. Sie hat mir erzählt, dass sie seit einer Woche kaum geschlafen hat. Es ist lange her, dass ein Stück sie so voll und ganz beansprucht hat. Mit angestrengt zerfurchter Stirn versucht sie, jedes der Worte einzusaugen, die der Regisseur Kastenmeier ihr gewährt. Er ist die bedeutendste Person, mit der sie je gearbeitet hat. Jetzt ist es soweit. Sie sitzt ihm gegenüber, gerade mal eine Armlänge entfernt und wünscht sich kaum etwas sehnlicher, als dass er ihr ein paar wohlwollende Worte schenkt. Ein kleines Lob, eine Existenzberechtigung als Schauspielerin, doch stattdessen schaut er nur immer so ernst. Er wollte kollektive, hautenge Taucheranzüge, in denen die Schauspieler aber jetzt nur aussehen wie unförmige, robbenartige Wesen. Am Ende der Probe tropfen die Schauspieler von der Bühne und Kastenmeier gleitet zu mir herüber. Ich möchte, dass du Anneliese ein Loch in den Taucheranzug schneidest, sagt Kastenmeier. Hier, sagt er und malt mit dem Finger einen Kreis um seinen Schambereich.